Inge Wick arbeitet seit 40 Jahren im Grünschnabel. Von Beginn an hat sie den Laden mit aufgebaut und in dieser Zeit so einige Umbrüche miterlebt. Wir haben angefangen im anderen Laden, ein kleiner Laden, sehr improvisiert, alles selber gebaut, die Regale. Und ja, das war die Gründerzeit, die Pionierzeit von Bioläden. Das ging einige Jahre auf ganz kleiner Stufe, dann wuchs der Laden. Und ja, mit ihm die Belegschaft, wir wurden mehr Leute und mehr Kunden. Und 2001 sind wir dann umgezogen in den Laden hier. Und es war natürlich ein Quantensprung, also viel größer und entsprechend auch alles sehr viel belebter. Steigende Preise durch die Inflation und die Unsicherheit der letzten Jahre sind nicht völlig spurlos an Laden, Belegschaft und Kunden vorbeigegangen. Die letzten Jahre waren jetzt vergleichsweise turbulenter, also mit Corona erstmal, was für uns bedeutet hat, es war wahnsinnig viel los. Wir hatten unglaublich zu tun, war auch gut für den Laden, aber auch eine schwierige Zeit natürlich. Und jetzt bis ins das letzte Jahr, was ja bekanntermaßen eher ein Krisenjahr für den Einzelhandel war, an dem wir noch immer uns auch abarbeiten. Also seit Frühjahr hatten wir, wie die meisten Läden, einen dramatischen Umsatzrückgang, weil die Kunden einfach ihr Einkaufsverhalten verändert haben. Also sie haben weniger gekauft, manche sind ganz weggeblieben, aber bei fast allen hat sich einfach die Auswahl verändert, wo sie welche Lebensmittel kaufen. Und entsprechend hatten wir also bis zu 20% Umsatzrückgang. Dennoch gibt es einige Stammkunden, die auch in schwierigen Zeiten dem Grünschnabel die Treue halten. Alles, was in Stuttgart gut ist, besuche ich gerne wieder. Und was sich hält vor allem so lange. Grünschnabel ist einfach so eine nette Community. Ich werde hier immer freundlich bedient. Ich habe hier gute Sachen. Ich weiß, ich komme jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren vor allem wegen Nachfüllen. Solche Sachen. Mit den frischen Produkten kann der Laden weiterhin überzeugen. Aber den gesamten Einkauf im Bioladen zu machen, ist nicht immer und nicht für jeden möglich. Also nachhaltige Ernährung ist mir schon wichtig, insbesondere bei Obst und Gemüse. Aber klar, bei Grundnahrungsmitteln, gerade jetzt in Bezug auf die Inflation, geht man natürlich eher in den normalen Supermarkt. Neben dem Laden in Vaihingen gibt es nicht erst seit Corona einen Lieferservice, der den Kunden die Bio-Lebensmittel bis an die Haustür liefert. Das war jetzt ein Gewinner von Corona, wo natürlich ein erhöhter Bedarf war für die, wo auch unter Umständen eben gerade in Quarantäne war oder sich nicht traut, in den Laden zu kommen. Seither gibt es 2 Liefertage und wir liefern hier der Vaihingen und im Umfeld, im näheren Umfeld, und es wird natürlich schon sehr wertgeschätzt. Trotz der großen Herausforderungen will man im Sommer aber das 40-jährige Bestehen feiern. Wir wollen ab Mai, Juni, Juli immer an den Wochenenden Aktionen im Laden, vorm Laden machen, wo wir auch Lieferanten einladen, die ihre Produkte darstellen, wo es auch Proben gibt, Verkostungen. Das wird so den Sommer über stattfinden.